Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüben von der Firma Stüben KI in Norderstedt und ich bin in Berlin zu Gast auf dem Kenwood-Stand. Neben mir Heiko Döbern, Produktmanager der Firma Kenwood. Hallo Heiko. Jawohl, hallihallo. So, Heiko hat mir schon ziemlich viel vom Nachtleben in Berlin erzählt. Der kennt sich unheimlich gut aus. Ich war ein bisschen erschrocken. Nur Gutes. Ich war ein bisschen erschrocken. Jahrelange IFA-Erfahrung. So, aber darum geht es in meinem heutigen Video nicht. Kenwood hat eine neue Vorstellung, ein neues Produkt, Navisiever im VW-Maß. Und ich habe ein paar Fragen an Heiko, die er mir hoffentlich beantworten kann. Ja, Feuer frei. Gut, zu uns kommen ganz viele Kunden, denen haben sie das VW-Navi gestohlen oder es ist defekt, die brauchen eine Alternative, musste man halt immer mit Adaptern arbeiten. Kenwood hat seit Jahren schon eine wirklich sehr, sehr gute Alternative, aber bei dem Gerät habe ich zwei Sachen vermisst, nämlich... Ich denke mal, du als alter iPhone-Freund wirst ganz sicherlich mal CarPlay vermisst haben. So, und dann ging es wahrscheinlich noch ein bisschen ums Display, es ging vielleicht ein bisschen um die Einbaumöglichkeiten, die Adaption ans Fahrzeug. Aber ich denke, das sind alles Punkte, die wir ganz gut jetzt geregelt haben und jetzt solltest auch du zufrieden sein. Die Fragen, die immer wieder kommen von Kunden, die zu uns kommen, wenn ich mein VW-Radio verloren habe, will mir ein neues Gerät holen, kann ich denn auch meine Parkdistanz-Control anzeigen lassen, mein Klimabedienteil weiter nutzen und kann ich meine Lenkradfunktion benutzen? Geht das? Ja, geht alles. Also das mal vorneweg. Aktuell reden wir bei VW eigentlich von zwei Versionen der CAN-Bus-Adaption. Das ist einmal die neuere Version, wie sie beispielsweise im T6 zur Verfügung steht, und einmal der klassische CAN-Bus, den wir auch schon mit dem Vorgängermodell bedienen konnten. Die zweite Generation haben wir jetzt neu im Programm und mit beiden ist es eben möglich, Park Distance Control anzeigen zu lassen, Klimakontrolle anzeigen zu lassen, also meine ganze Heizungseinstellung vom Fahrzeug kann ich mir anzeigen lassen und alles, was ich eben vorher auch schon hatte, habe ich jetzt auch mit dem nachgerüsteten Kenwood-Radio drin, inklusive beispielsweise der Informationen auf dem kleinen FIS-Display zwischen Drehzahlmesser und Tacho, wo ich dann eben die Navi-Pfeile zum Beispiel drauf habe. Also eine ganz wichtige Information für alle Leute, die vorher ein Gerät hatten, beziehungsweise sich jetzt einen VW T6 Bus bestellen. Sie haben keinerlei Einbußen, sondern einen ganz großen Mehrwert. Das Gerät ist relativ günstig. Wollen wir hier einen Preis nennen? Können wir gerne machen. Also es liegt so wie der Vorgänger bei knapp über 1000 Euro. Von dem her denke ich, dass man es gerade im Vergleich zur Originalversion, die man eventuell nachrüsten müsste, gleich mitbestellen müsste oder eben nach einem Diebstahl wirklich austauschen müsste, sehr, sehr gut fährt und sehr viele Features dafür bekommt. So, und zusätzlich natürlich noch immer aktuelles. Man bekommt natürlich eine dynamische Routenführung durch Android Auto, wenn man es nutzt. Ich habe mir extra einen Androiden gekauft, weil ich die Google-Navigation sehr gut finde. Mir gefällt bei Google unheimlich gut, dass er mir halt immer permanent die Alternates anzeigt. Genau. Wir haben heute jetzt zum Beispiel in Berlin auf dem Weg hierher sind wir relativ kamikaze-mäßig gefahren, weil Google uns immer wieder bessere Routenvorschläge gemacht hat. Und so haben wir es geschafft, vom Hotel hier relativ zeitnah herzukommen. Das ist ja wirklich ein Benefit, muss man wirklich mal sagen. Es ist ein Benefit, aber ich muss jetzt auch mal so ein bisschen unsere integrierte Navigation auch ins Spiel bringen und verteidigen in dem Punkt, weil wir wirklich sagen müssen, du hast recht, Android Auto mit Google Maps ist eine wirklich sehr interessante Variante zum Navigieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch CarPlay mit Apple Karten als Navigationsmöglichkeit, aber wir haben auch eine integrierte Navigation, die eben nach wie vor grundsätzliche Vorteile auch hat, wie beispielsweise die Tatsache, dass die Karten im Gerät sind und nicht extra runtergeladen werden müssen aus dem Netz. Das heißt, selbst wenn ich in der Pampa stehe, komplett ohne Internetverbindung über Smartphone, kann ich mit der integrierten Navigation navigieren. Da habe ich auch die Möglichkeit, 3 Jahre lang kostenlos frische Kartenupdates zu bekommen. Das heißt, ich bin immer auf dem neuesten Stand, was die Karten angeht. Und wir haben auch dort einen Real-Time-Traffic-Service namens Inrix an Bord, der uns auch über Smartphone, über die Internetverbindung, über Bluetooth die Daten aufs Handy, aufs Autoradio schickt und die Navigation immer absolut up-to-date hält und auch aktuelle Verkehrsinformationen mit einfließen lässt. Also wir haben 3 relativ starke Navigationsmöglichkeiten. Wenn es damit nicht klappt, sollte man vielleicht aus dem Auto... Und vor allen Dingen habt ihr natürlich mit Garmin absolutes Alleinstellungsmerkmal, ganz kleine Nummer. Der Navigationsspezialist. Wir arbeiten schon extrem lange mit denen zusammen und das Schöne ist einfach, vielleicht nicht so die verspielte Optik, wie man es von anderen Navi-Systemen kennt, aber das, was unsere Kunden und auch wir zu schätzen wissen, ist wirklich super einfache Bedienung, riesengroße Buttons, sehr übersichtliche Karten. Also es ist ein Gerät, mit dem man wirklich im Alltag sehr, sehr gut arbeiten kann. Also ich habe am Gerät ja schon beim Skalieren gesehen, dass das Gerät auf jeden Fall schneller geworden ist. Täuscht das, weil es ein Messegerät ist oder kann der Kunde auch so ein schnelles Ding? Tuning, wir liefern sie alle so aus. Ist wirklich so, liegt eigentlich, ich will euch jetzt nicht hier mit Hardware-Fakten langweilen, aber
Wir reden wirklich von verdoppelter CPU-Kernpower da drin. Wir reden von einem doppelt so schnellen Bus, der die Daten eben nachschiebt. Das war genau das, was du gerade gezeigt hast. Wenn die Kartendaten nachgeschoben werden, dann liegen die einfach sofort an und werden sofort reingeschoben. Also von dem her, die Daten sind sofort da und können deutlich schneller verarbeitet werden. Also wir reden von ungefähr einer Verdopplung der Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgänger. Und das ist eben amtlich. Ja. Gut, die fest implementierte Navigation hat natürlich auch einen riesengroßen Vorteil, weil wir können ja hier schon auf der Karte sehen, dass ihr mit dem Kartenmaterial, was an Bord ist von der Navigation, also erstmal unheimlich schnell, ganz klar. Wie ihr ja hier sehen könnt, für Leute, die jetzt immer südliche Urlaubsziele oder nördliche Urlaubsziele anfahren, das natürlich, was Roaminggebühren und so anbelangt, ist ja alles schön und gut, wenn man ein Handy hat, nützt dann aber nicht, wenn man keine Daten hat, wenn man mit der Familie in Urlaub fährt. Komplette Europakarte kann ich loslegen und erstmal ein paar Tage fahren, ohne dass mir das Kartenmaterial rausgeht. Wir haben jeden Tag T6-Kunden auf dem Hof, die ihre Fahrzeuge absichern lassen. Und wenn die in der Konfiguration ihres neuen Fahrzeuges sind, ist das natürlich auf jeden Fall eine absolute Alternative. Beim T6-Bus gibt es ja nur kleine Displays, ihr mit diesem hochauflösenden 7-Zoll-Display. Also ich glaube, jeder, der sich einen VW-Bus konfiguriert, einen neuen, sollte sich das Gerät hier mal in Natur angucken. Ich würde mir auf jeden Fall das Gerät einmal anschauen, bevor ich mir bei VW ein teures Gerät kaufe, weil dieses Gerät ist wirklich top, brandaktuell, hat einen DAB-Tuner drin, eine Freisprecheinrichtung drin, Apple Club, CarPlay, Android Auto und DVD-Laufwerk und eine gute Anwendung. USB-Anschlüsse, MP3, USB, alles, was man medienmäßig abspielen möchte. Und ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, du hast gerade Display gesagt. Ich denke, das ist ein Punkt, der wird heute, wenn wir alle ein schönes Smartphone gewohnt sind, mit toller Auflösung, mit einem glasklaren Screen, wird einfach immer wichtiger. Da haben wir auch noch mal richtig einen nachgelegt. Also wir reden jetzt hier von einem 7-Zoll-Screen, was eben dieses spezielle Format von dem Autoradio ermöglicht, dass wir so einen großen Screen verbauen und trotzdem noch die großen Tasten an der Seite haben. Da haben wir jetzt auch einen High-Gloss-Screen, der von der Auflösung her wirklich brillant ist, sich sehr schön ablesen lässt und damit hat man dann wirklich einen echten Vorteil. Und es ist ja so, dass man bei den, wenn man sich jetzt ein werkseitiges Gerät kauft, natürlich nie die Audio-Performance hat, die ihr habt im Equalizing. Also für mich ist es ja so, bei uns kommen ja die Kunden ganz häufig und kaufen im Backend nochmal sehr teure High-End-Komponenten. So, dann haben wir immer das Problem, die Integration von Nachrüstverstärkern, weil die keine Vorverstärker haben, beziehungsweise weil die neuen Autoradios digitale Endstufen haben, ein Anschluss an eine nachträgliche Endstufe immer zum Problem ist, oder Rearset Entertainment. Dieses Gerät kann ja wirklich alles bedienen. Also eine gute Laufzeitkorrektur, eine Aktivfrequenzweiche, ein gutes Equalizing, Anbindung an Rearset Entertainment, Rückfahrkamera kann ich anschließen, logisch. Und Frontfahrkamera kann ich natürlich das auch ist jetzt anschließen, das heißt, auch nochmal Alleinstellungsmerkmal für Leute, die jetzt wirklich, sagen wir mal, ein größeres Auto kaufen und einen Geländewagen haben oder, ich sag mal, viel urban unterwegs und gerne eine Rückfahrkamera haben wollen. Ich habe viele ältere Kunden, die finden es halt unheimlich komfortabel zu fahren mit einer Frontkamera. Jetzt, wo ich häufiger in Berlin bin und, sagen wir mal, in kleinen Parklücken bin und so, muss ich auch ganz klar sagen, eine Frontkamera macht wirklich Sinn und ich brauche kein teures Equipment, sondern kann das hier einfach Plug and Play anschließen. Das Gerät ist schon lieferbar? Ist genau jetzt lieferbar. Also wir haben kurz vor der IFA den ersten Schwung bekommen aus unserem Zentrallager in Europa. Jetzt kann es losgehen. Gut, mir fällt jetzt eigentlich keine Frage mehr ein. Gibt es ein Front-USB bei dem Gerät? Front-USB nicht. Wir haben auch da eine kleine Neuerung drin. Wir haben jetzt auf der Rückseite 2 USB-Ports im Vergleich zum vorherigen Modell, was nur einen hatte. Macht natürlich in meinen Augen besonders jetzt mit CarPlay, Android Auto besonders Sinn, weil dann kann ich mir einen USB-Port wirklich irgendwo ins Handschuhfach legen oder in die Mittelarmlehne, mein Smartphone daran anschließen, dann lasse ich den in Ruhe und an den anderen kann ich mir beispielsweise einen schönen großen USB-Stick, 64 GB, 128 GB mit einem ordentlichen Medienreservoir hinterlegen und habe dann eigentlich immer die Musik dabei, die ich hören möchte. Alternativ dazu, weil du es vorhin auch schon kurz angesprochen hast, Bluetooth wird eben interessanter, immer mehr. Wir haben hier wirklich den neuesten Chipsatz drin, den wir gerade verbauen. Das heißt, ich kann 2 Telefone parallel koppeln. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Privathandy habe und ein Geschäftshandy, kann ich sie beide koppeln, auf beide Telefonbücher zugreifen. Und ich kann natürlich auch HDP-Musikstreaming machen. Das heißt, von meinem Smartphone ganz ohne Kabel die Musik rüberschieben. Ich habe dann eben die Möglichkeit, dass ich ohne irgendwas noch anzuschließen, einfach von jedem Smartphone auf das Gerät meine Musik schiebe. Unter der Klappe verbirgt sich ein Micro-SD-Karten-Slot, das heißt, ich habe im Endeffekt 3 Möglichkeiten, Speichermedien anzuschließen, 2 USB-Ports und nochmal diesen Micro-SD-Karten-Slot, wo ich mir dann auch nochmal ein Speichermedium mitnehmen kann und dann sollte es eigentlich auch soweit reichen. Also Leute, wenn ihr ein VW, Seat, Skoda oder irgendwas aus der VW-Gruppe habt mit diesem Einbauschacht, gibt es wirklich nur eine absolute Kaufempfehlung von mir. Also das Gerät ist auf jeden Fall absolutes Alleinstellungsmerkmal. Kann ich euch nur zu beglückwünschen. Da werdet ihr ja sicherlich einen sehr, sehr großen Erfolg mit haben.
Ich habe aber jetzt noch wirklich eine letzte Frage. Ein Drehregler. Können sich alle anderen nicht mehr leisten. Warum schafft ihr das, einen Drehregler ins Radio zu bauen? Muss ich auch ehrlich beantworten, ist mir so lange egal, so lange wie wir es uns leisten. Nein, also es ist ein Feature, wo alle drüber lachen, wenn man sagt, hier, hör mal zu, das Gerät hat einen Drehregler im Vergleich zu so einer Wippe, wie sie ja ganz gerne bei vielen asiatischen Geräten verbaut wird. Bedenkt man am Anfang ganz sicherlich nicht, aber wenn man dann gerade bei diesem Gerät diese riesengroßen Tasten an der Seite einmal gewohnt ist, den Drehregler, den man auch beim Fahren blind einfach erwischt, dann ist es wirklich was, was man nicht mehr wissen möchte. Ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung. Mein Bulli hat nämlich keine Lenkradfernbedienung und der mit den Plus- und Minustasten ist absolut nervig. Kein Spaß, also das ist auch noch ein kaufentscheidendes Kriterium für mich, dass man auch noch einen Drehregler, hört sich oldschool an, ist aber in der Praxis wirklich toll. Heiko, ich sage vielen, vielen Dank. Ich kann das wirklich nur beglückwünschen. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin. Ich wollte gerne dieses Gerät filmen. Da verspreche ich mir wirklich sehr viel von. Vielen Dank und noch viel Spaß auf der IFA. Vielen Dank. Danke.